Hallo, hier ist wieder euer Rising Soul Pete zurück bei Let's Play Monster Hunter Try. Ja, ich habe jetzt fast die komplette Rüstung zusammen, wie ihr wohl im Schnelldurchlauf sehen werdet, weiß nicht. Ja, hab fast 50 Minuten gebraucht. Na, geht aber eigentlich relativ schnell. Nur jetzt brauchen wir noch zweimal Eiskristall. Und die werde ich bei der Quest hier kalte Steine besorge, 8 Blutsteine besorgen. Ja, warte, was waren jetzt die Nebenquests? 3 Pepzungen, erhelle Höhle in Gebiet 5. Okay. Ja, die müsste man eigentlich in der Belohnung hier kriegen. Wenn nicht, dann beiß ich mir in den Arsch. Nee, lieber doch nicht. Ja. Naja, jetzt heißt erstmal 8 Blutsteine besorgen. Ich habe den Teleporter vergessen, verdammt. Der ist recht nützlich hier eigentlich. Mittlerweile auch wieder in Lederrüstung. Ich stehe so auf Leder. Warte, das muss ich mitnehmen. Ne, einfach um schneller zu farmen und damit die Spitzhacken und so weiter nicht sofort brechen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. So, in Gebiet 5 sollen wir dieses Gebiet erhellen. Und wir sollen 3 Pepzungen besorgen. Ja, stirb! Immer erst auf die Kleinen. Moment. Mist. Aber der Kleine muss sterben. Ja! Du auch. Das Gute an denen ist, man kann die zweimal ausnehmen, egal wie groß. Und jetzt hier wie die Neandertaler hier unterwegs. Ja, jagen Mammut. So, einen haben wir. Das ist doch mal ganz gut hier bis jetzt. Yeah, und damit haben wir sie, glaube ich, schon. So, dann werden wir mal das Gebiet in 5 erhellen. Kann sein, dass wir da auch schon die ganzen Blutsteine kriegen. Das wäre natürlich optional. Müssen nur aufpassen, dass hier kein größeres Monster noch auftaucht. Denn mit der Rüstung bin ich richtig schutzlos. So, Licht an. Und ab erst. 1, 2, 3. Vier beim ersten schon mal, wir haben schon die Hälfte. Ach, da ist noch. Das Lustige ist übrigens, Gigis haben Angst vor Flamme. Normalerweise. Ja, da. Yay, Angas Phonos. So, 4 hatten wir, ne? Sich verarschen? Oh, komm, jetzt krieg ich wieder nichts, ne? Das Kugel plus kaum gegen Hülsenbären. Und Lichtkristall gegen Mini-Wettsteine, die werden wir nicht brauchen. So, damit haben wir die komplett. Oh oh. Ich höre da was. Hi, Giginox, hallo! Na? Scheiße! Das ist nämlich Anführer der Gigis hier. Ich muss die ganz schnell raus. Ah! Mama ist zu Hause! Nein! Hilfe! Okay, jetzt können wir auch hier den Fakt ausmachen.
Eiskristall, das brauchen wir ja unbedingt. Jetzt kann ich auch die Fackel wegtun. Komm schon, verarscht mich nicht. Hallo. Oh Mann, ey. Tschüss. Ah! Es ist gar nicht gesund, von dem getroffen, von das getroffen zu werden, weil das Vieh ist nämlich ein das ist weder männlich noch weiblich, es ist ein Zwitter. Stein. Ich brauche Blut. Stein. Genau, Chacha, beschütz mich. Beschütz mich vor diesen wilden Bestien. Ostscherbe, geil. Ration. Aua. Aua. Komm schon. Ansonsten muss ich warten, bis Rohstoffe nachwachsen. Das ist ja bescheuert. Kann doch nicht so schwer sein, Blutsteine zu kriegen, sonst kriegt man die. Sonst wird man damit überhäuft. Brauche ich nicht. Brauche auch nicht. Mensch, Jungs. Das finde ich Eiskristall. Da muss ich jetzt schon keine Sorgen mehr haben, dass ich das wenigstens nicht ganz komplett kriege. Kann doch nicht sein, dass ich hier keinen Blutstein mehr kriege. Ich krieg jetzt nur Eiskristall, lol. Ah, 5. Sechs. Sieben. Jetzt habe ich 7, oder was? Ne, 8 habe ich, lol. Habe ich mir einmal verzählt, okay. Gut, dann haben wir das doch komplett. Warte mal, habe ich eigentlich schon? Oh, warte. Yay. Monsterliste erweitert. Dumm die dumm. So, damit hätten wir das auch. Und damit hätten wir auch das Eiskristall. Damit hätten wir die Buggy-Rüstung completo. Und andauernd fallen meine Kopfhörer aus. Das ist doch zum Mäusemelken hier. Boah. So, was kriegen wir? Wir kriegen Rätsel und Megaspitzhacken. Wetterkäfer. Guck mal, wir kriegen keine Kristalle. Hätte ich mich geirrt. Ich könnte schwören, ich habe da mal. Ah, wir kriegen eine Lanze. Eine Eisenlanze plus. Das ist doch mal geil. Brauche ich nicht extra machen. Lanze muss ich nämlich auch noch zeigen. Weil Lanze ist eigentlich auch richtig genial. Und ich frage mich, warum meine Kopfhörer da mal rausfliegen hier. So, Hilfe. So, dann mach uns mal das letzte Teil der Rüstung. Oh, leck. Nein, noch nicht ausrüsten. Ich werde jetzt erstmal auswechseln und dann auswählen.
So, und jetzt würde ich sagen, Buggy-Rüstung an. Hallo, Buggy-Rüstung. Ja, wie gesagt, sieht genauso aus wie die Juggy-Rüstung, nur in Blau. Die Rohfähigkeiten sind Fangstar, Fokus und Eisabwehr. Ja, was Fangstar bewirkt ist, dass erhöht die Anzahl der erhöht die Anzahl der Belohnungsobjekte für Fänge. Heißt also auf Fangfest richtig viel schöne Belohnung. Fokus verringert die Ladezeiten für Ladeangriffe und Morphaxt Langschwert Balken. Ja, das Langschwert werden wir noch kriegen. Ja, und wie gesagt, beim das Aufladen von Hammer, von Langschwert, Großschwert wird sehr schnell beschleunigt und die Eisabwehr halt plus 10. Angriff ist auch noch ein bisschen drinne. Und darauf werde ich jetzt auch mal kurz ein bisschen slotten. Dann werde ich mal die Rüstung eben meinen Ansprüchen entsprechen. Meinen Ansprüchen entsprechen. Das ist auch so super. Ja, Moment. Ach so, ich hab's noch gar nicht. Ja, was machen wir denn da rein? Wie viele Slots habe ich überhaupt? Jetzt geht's nämlich mal an Slotten, Kollegen. Ausrüstung. Wir haben keinen 2, 1 und 1. Also wir haben 5 Slots. Was ist denn das Angriffsjuwel? Es braucht Juggy-Schuppen. Und gibt auch nur plus 1. Wir können also eine plus 2er insgesamt machen. Alter, man braucht 10 von den Bären. Irgendwas, was wenigstens auch ein bisschen sinnvoll ist. Vision, glaube ich. Warte mal, was war Vision? Nee, das war Aufspüren. Das will ich nicht. Warte, wie hieß das denn nochmal? Wahrnehmungsjuwel. Da, das brauchen wir. Damit sehen wir nämlich, ob ein Monster fangbereit ist. Und das ist eine Fangrüstung hier. Also, 5-mal machen. Anbringen. Nein. So, damit haben wir das jetzt voll. Aber wir haben eine komplett geile Fangrüstung jetzt. Mit Fangstar, Fokus, Fangguru und Eisabwehr. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So. Dann fehlen uns eigentlich nur noch richtige Waffen. Dann können wir es schon mit dem Lagiakus aufnehmen. Was ich auch nochmal eben mache. Und zwar werde ich die Rüstung verbessern. Soll er ein wenig was aushalten, wa? Zwar geht jetzt ein bisschen Geld drauf, aber egal. Gut, haben wir wenigstens ein bisschen Verstärkung. Was ist, kreucht denn gerade im Muggerwald rum? Rupeko, großer Juggy, Königsflurot, großer Juggy. Hier sind. Achso. So, den Kollegen kann ich wieder entsenden. Gucken, wann die Argosima wieder zurückkommt. Rohstoffe werde ich jetzt erzeugen. Erstmal wieder Sushi-Fische und Wettfische. Den Rest verwahre ich wieder. Kann auch sein, dass mit Farm wieder, ja, Ernte ist wieder bereit. Obwohl, warte mal. Honig hat noch 2. Dann warte ich noch die paar Tage. So, was machen wir denn jetzt mal? Ich würde sagen, eine Fangquest, aber, ne? Jäger, ach, meine Güte. Müssen wir die Erntetouren machen. Oh, mache ich den Jägertöter schon? Wäre eigentlich nicht schlecht, wa? Puh. Was brauche ich denn zum Aufrüsten meiner Waffen?
Nein. Zwei Großbuggy. Zwei Großbuggy-Klaune. Ja, da brauche ich die anderen Erze noch. Noch lädt jetzt Killerkäfer. Noch erlebt er es nur. Zugsentollerei mache ich mal. Das Jägermesser hoch. Na super. Hat mir sehr viel genützt. Oh, jetzt bin ich ausgerüstet, lol. Die Lanze ist auch nicht wirklich gut für die gegen die beiden Monster da. Das ist das Blöde. Ich müsste eigentlich den Kuropeko-Hammer machen. Hin und her laufen hier, tut mir leid. Hammer, Federzünder. Einen Zündstein brauche ich dafür. Warte mal, es läuft ja gerade ein Kuropeko im Murgawald rum. Das heißt, wir können im Murgawald den Kuropeko jagen. Da gleichzeitig Rohstoffpunkte sammeln und die Chance haben, einen Zündstein zu kriegen. Na komm. Dann mache ich die Folge hier so ein bisschen länger. Oh. Mein Kopfhörer ist schon wieder rausgeflogen. Ist wundervoll sowas. Ich meine, ihr lebt es bestimmt auch, wenn einfach so euer Kopfhörer so platt. Nö. Will ich nicht mehr. So, wir brauchen auch am besten irgendwie was für die Argosi später, damit die... Warte mal, das Vieh hat... Das Kälbi hier hat große Hörner. Bleib mal stehen, Kälbi. Ich will das blaue Kälbi holen, von dem ich habe. Ja, danke. Eine Farbwelle habe ich auch dabei. Kann ja so ruhig den Kuropeko painten. Gucken, wer sich mir zuerst in den Weg stellt. Ich gehe jetzt so in die Richtung, wo ich Kuropeko vermute. Weil auf das Vieh bin ich ja eigentlich aus. Alles voll mit Naraba. Okay, hier ist er noch nicht. Das ist er wahrscheinlich auch ein 5. Na, da nicht, ist es ein 10 oder so. Oder trollt mich und ist inzwischen nach 7 geflogen. Da hinten ist er. Ich hab ihn schon gehört vorher. Kuropeko, bleib, nein, bleib stehen! Du Drecksvieh, komm hier wieder runter. Komm hier wieder runter. Mann, oh. Nimm das, du mein Stern. Ja, dieser 10, so wie ich vermutet habe. Bin ich so doof? Und ich muss hier die Lulops killen. Du bist doch so ein. Ich habe übrigens gesehen, wie schnell das jetzt auf einmal aufgeht. Okay. So. Hi. Wir kriegen auch nicht mehr so viel Schaden wie vorher. Das ist richtig gut. Auf jeden Fall versuche ich jetzt hier den Schnabel zu zerstören, damit wir einen seltenen Objekt kriegen für die Argosi. Von den Feuerangriffen würde ich mich jetzt übrigens fernhalten mit der Magierüstung, weil die Magierüstung natürlich Feuer schickert. Nun auch schon wieder.
krieg's einfach nicht hin, diesen Superangriff zu machen. Ich bin echt sehr inkompetent dafür. Nein. Komm, Kollege, bleib bei mir. Falscher Knopf. Was das sollte, weißt du bestimmt selber auch nicht, ne? Eigentlich nur die Schwanzfeder treffen. Schwanzfeder und Schnabel. Mann. Stirb! Stirb! Aua. Das meine ich. Lustiger Stein davon kaputt geht, ne? Boah. Genau, hau ab. Muss mal wetzen. Hallo Ludrotz! Oh. Toll. Was war denn das jetzt? War das jetzt der Ludrotz? Aus der Luft geholt. Ich krieg den super stark nicht hin, ich bin zu doof dafür. Mann. Ach. Danke. Opferheilung. Mindestens humpelt er schon mal.
Ach ja, und jetzt sieht man übrigens, wenn ich die Map vergrößere. Da. Der Punkt leuchtet. Das heißt, das Vieh wäre jetzt fangbar. Normalerweise erkennt man das ja eigentlich nur am Humpeln. Dann rufen wir den großen Juggy. Oh, jetzt ist ja auch nichts mehr. Bombs. Stirb. So. Vielleicht müsste der große Juggy auch noch auftauchen. Da ist er doch schon. Der will also auch noch Stress. Für den kriegen wir auch noch vielleicht ein seltenes Material. Das ist es nämlich. Juggy gegen Buggy hier. Och, Juggylein. So, das der Kollege humpelt der jetzt schon. Du darfst nicht schlafen. Ganze Viecher hier. Ja. Bums. Und auf einmal hat man schon 582 Rohstoffpunkte zusammen. Bitte geht das noch schneller. Weil hier noch andere große Monster auftauchen werden. Hier noch viel mehr. Aua. Ich leg mich mal zu dir. Das war jetzt genial. Ja, also die noch mehr Rohstoffpunkte bringen. So, das so noch, um das zu Ende zu bringen. So, Chacha, was hast du denn Schönstes damit noch? Einen unreifen Schwamm und Monsterknochen, ja. Wir haben den Riesenschädel gekriegt, das ist gut. Ich krieg die ganze Scheiße hier nicht. Ah. Super Pilzboss. Okay, das andere kann man noch nicht machen. Wie steht's gerade um Moga? Ernte ist bereit. Hi. Ja, jetzt haben wir auch wieder Kraft und perfekte Partie gekriegt hier. Das ist jetzt gut. So, Rohstoff erzeugen. Nein.
5. Okay, das ist am nächsten Morgen fertig. Na gut, ich würde dann sagen, man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rising Soul LP.